Hey Leute, willkommen zum nächsten Part von Quantum Break. Wir sind jetzt in der Vergangenheit, in 2010. Und schauen wir mal die Objekte hier an. So, Gegenmaßnahmen und so weiter, ja. Wollte ich gar nicht. Oder haben wir noch welche Sachen? Ja, da haben wir noch was zum Interagieren. Nicht alleine. Was ist hier los? Seit wann hat Will ein Graffiti-Workshop? Ja, das ist eine gute Frage. Im Jahr 2016 war nichts von dem hier. Ja. Oh, richtig. Abgeschlossen. Und ich muss wissen, was es mit den Schüssen auf sich hat, bevor ich von hier verschwinde. Was zum... Hier ist jemand. Richtig. Beth? Lol. Ich bin's. Hey. Was ist denn passiert? Also dann. Jetzt gibt es kein Zurück. Jack? Dr. Emeril hat mich in die Zukunft geschickt. Ich musste monatelang kämpfen, um einen Weg zurückzufinden. Ich war nicht die Einzige. Halt! Ich bin ihm gefolgt. Er stellte Wills Maschine auf 1999. Den ersten möglichen Ausgangspunkt. Nicht schießen! Alles okay! Ah. Alles okay. Ich bin ein Freund. Wer sind Sie? Ich bin Beth Wilder. Es gibt da was, das Sie wissen müssen. Du bist der Grund für die Gegenmaßnahme. Und seitdem bist du hier. 11 Jahre lang. Warum? Warum kamst du nicht zurück? Machen wir uns bereit. Wir haben nicht viel Zeit. Das ist krass. Sie hatte sich verändert. Und in ihren Augen war eine gewisse Schwere. Sie verbarg etwas. Das tat sie schon immer. Ich kann verdammt nochmal nicht mehr. Okay. War irgendwie verständlich, ne? Auf irgendeine Art und Weise. Was, glauben Sie, hat Beth verändert? Sie hatte aufgegeben. Jahre. So, muss ich mal reinziehen. 11 Jahre lang alleine. Aber ich würde auch durchdrehen. Glaubt es nicht nur, ich weiß, dass ich auch durchdrehen würde. 11 Jahre komplett alleine. Ah, nun, was haben wir denn hier? So, habe ich wieder Upgrade-Dingsens? Ja, habe ich. Aber ich, kann ich nicht benutzen, weil ich brauche ja 6 und ich habe nur 4. Hä?
Ich werde die Tür entsperren. Also, wo ist Will? Wo ist die Gegenmaßnahme? Die Gegenmaßnahme ist in Williams Labor. Da, wo er sie gebaut hat. Dann gehen wir dorthin. Ja, das war der Plan. Ich muss das nur öffnen. Meine Sachen sind oben. Wir müssen sie holen. Es gibt so viel, was du nicht weißt. Was du nie gesehen hast. Ich habe nicht mehr daran geglaubt, dass du jemals kommen würdest. Irgendwie. Ah, ich muss wissen, ob ich mich auf dich verlassen kann. Ich habe dir mal gesagt, dass unser Schicksal bereits vorgegeben ist. Das glaube ich immer noch. Mehr als jemals zuvor. Ich mache mir nur Sorgen darüber, was es bedeutet. Dass wir es zu Ende bringen. Ganz genau um. Ich hab vor allem Frosch im Hals, ich weiß nicht warum. Was ist so? Benötigst du etwas Ausrüstung? Nimm ja, dir, was du brauchst. Tatsächlich brauche ich das. Der Rest das. Fliegt in den Fluss. Zusammen mit all dem anderen Zeug, das ich mitgebracht habe. Das ist etwas übertrieben. Meine Zeit hier ist abgelaufen, Jack. Ich muss meine Anwesenheit auslöschen. Sag mir Bescheid, wenn du bereit bist. Die Feuerstoßpistole. Nehmen wir mit. Bereit, wenn du es bist, Jack. Ja, bereit, wenn ich es bin. Okay, die Gegenmaßnahme ist in Wills Labor. Wir finden sie und was machen wir dann? Wir bringen sie hierher, setzen die Maschine ein, kehren in die Zukunft zurück. Und dann verwenden wir sie, um den Riss aufzuhalten. Das war immer der Plan. Und das ist immer noch der Plan. Ja. Gut. Als du in die Maschine gegangen bist, wollte ich dir nach, aber ich wusste nicht, wohin sie dich geschickt hatte, wie ich dich finde. Du hast es geschafft. Und nur das zählt. Du hast den Plan befolgt. Was auch immer passiert ist. Wir ändern es. Nein. Wir kriegen das hin. Nein. Wir können es du schaffen. Du verstehst es einfach nicht. Es ist nicht zu ändern. Egal, was wir tun, wir kommen immer wieder zum selben Ergebnis. Ich hab's versucht. Wieder und wieder. Ich kann mich nicht zurücklehnen und nichts tun. Du musst loslassen. Jack. Du musst loslassen. Ich hab's gesehen. Das Ende der Zeit. Dort hat sie mich hingeschickt. Ich war dort. Ich kämpfte diesen Kampf mein ganzes Leben lang und ich sah uns versagen. Ich sah, wohin das führt. Ich weiß es einfach nicht mehr. Ich weiß nicht, ob wir noch gewinnen können. Dann sterben wir bei dem Versuch. Irgendwie süß, die beiden.
Dann machen wir hier einfach mal einen Cut. Das liegt ja doch schon relativ lange. Und dann sehen wir uns beim nächsten Teil. Haut rein. Ciao.